Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Varo. Ja Leute, es geht weiter mit Varo. Und ja, ich nehme jetzt mit Outer City auf. Ich glaube, das hört man. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das jetzt alles so passt. Und ich hoffe, ich bin nicht zu laut und auch nicht zu leise. Ich habe meinen Pegel jetzt auf 94 oder so gestellt. Also ich hoffe, ich bin laut genug. Und ich habe jetzt mit Outer City so ein bisschen Schub gemacht und ein bisschen meine Stimme ein bisschen verbessert, glaube ich mal. Oder Leute, was würdet ihr sagen? Ich sehe auf jeden Fall jetzt, wie ich mit Outer City aufnehme und ich finde das einfach nur extrem geil. Outer City ist wirklich ein super Programm zum Ton aufnehmen. Das möchte ich hier mal echt mal erwähnen. Mir gefällt das Programm fürs Erste jetzt mal. Ich hoffe, dass es ausreicht für mich und ja, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Also sorry, falls das Video jetzt ein bisschen komisch ist und falls meine Stimme nicht gut ist. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit Outer City wirklich was teste. Ich wollte eigentlich mit OBS Studio, aber das ist irgendwie scheiße. Keine Ahnung, da ist die Qualität sogar noch schlechter. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich würde auch gerne in den Livestreams eine bessere Qualität haben. Allerdings wird das jetzt sehr schlecht möglich sein. Einfach, da ich in den Streams ja kein Outer City benutzen kann. Wäre extrem geil, wenn so Outer City auch in den Streams gehen könnte. Also einfach, dass man ins Mikro reinredet, die Stimme daraufhin so angepasst wird wie Outer City halt, dass das halt live passiert. Das wäre extrem krass, wenn das mal funktionieren würde. Aber das geht ja nicht. Aber es wäre extrem krass, wenn das irgendwann mal in Zukunft kommt. Ich denke mal schon, dass irgendwann mal alles kommt. Hier ist natürlich nur Redstone. Vielleicht finden wir sogar Diamanten. Also bei Redstone sind oft Diamanten. Kann ich euch sagen, also es könnte was sein, dass wir hier noch Diamanten finden. Anscheinend nicht, okay. Okay, da finden wir ja nur ein bisschen Eisen. Och nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Cobblestone weg damit. Genau, ich hoffe, ich bin auf jeden Fall nicht zu laut und auch nicht zu leise. Gestern war ich ein bisschen zu leise. Ich denke mal, das hat sich jetzt gelegt, oder Leute? Was würdet ihr sagen? Ich glaube, ich bin immer noch zu leise. Kann das wirklich sein, Leute? Ich verstehe das nicht. Ich probiere meine Stimme ein bisschen zu tunen dann mit Outer City. Also heißt ein bisschen lauter machen und auch das Rauschen und so weiter alles zu entfernen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Dago hat mir ein bisschen was erklärt und beigebracht. Und ich hoffe, ich kann das so umsetzen jetzt. Auf jeden Fall, was es erstmal zu sagen gibt, ist halt, dass dieser eine Typ, der mit mir kämpfen wollte, Leute, das mache ich doch nicht. Ja, Leute, ihr wisst ja, was der Typ vielleicht gemacht hat. Ich habe es ja gestern im Video eingeblendet. Und zwar, er hat mich wahrscheinlich angelogen. Ja. Also, wurde schon einmal in Varo angelogen. Und da hat jemand zu mir gesagt, so, ja, Fabian, ich habe halt fast keine Rüstung und so weiter. Und ich habe nur Eisenrüstung. Und dann kommt er so mit Diamantrüstung, Alter. Ohne Witz. Verarschen kannst du wen anders. Also, ja, sogar zwei Creeper. Oh mein Gott. Das war meine Mine, ne? Wo ich reingegangen bin immer. Das war echt nice damals, die Zeit, wo Sarah noch gelebt hat. Aber egal. Ich möchte auf jeden Fall jetzt noch weiter Varo bringen. Genau, ich möchte jetzt einfach erstmal einen Zaubertisch machen und nee, Zaubertisch habe ich ja, weil ich meinen Amboss machen, damit ich das zusammen machen kann. Ich werde auf jeden Fall nicht kämpfen gegen den Typ, weil er mich einfach angelogen hat. Nee, ich lasse mir das einfach nicht gefallen, einfach angelogen zu werden. Jetzt mal ohne Witz. Ich weiß ja auch, dass dieser eine Typ, den ich nicht erwähnen möchte, aber es hat mich schon einmal bei Varo jemand angelogen. Damals bei Varo 4 war das, also im letzten Varo. Da hat mich einer angelogen, hat gesagt, ja, lass uns kämpfen, ich habe fast gar nichts. Und dann kommt er so daher und dann, ja, hat er halt gezeigt, was er wirklich hat. Und das ist wirklich, das ist diese Leute, die das machen, die haben einfach keine Eier und müssen einfach jemanden anlügen. Wenn das fair, also wer wirklich nicht fair kämpfen oder spielen kann, dem kann ich nicht helfen. Also solchen Leuten gehe ich aus dem Weg, das habe ich ja auch damals schon gesagt. Wo mich dieser eine Typ da gekillt hat, das habe ich den auch. Ich habe auch dann ein Video hochgeladen auf den nächsten Tag und der hat halt dann sich total aufgeregt. Ja, er hat sich auch dann entschuldigt wenigstens. Aber trotzdem einfach jemanden anzulügen, ohne Witz, was fällt dem ein, irgendwie mit seinen 100 Abonnenten. Hat er nichts Besseres zu tun, als jemanden anzulügen.
Er will halt nur kämpfen, das ist halt seine Sache. Der hat mich dann irgendwie als Noob bezeichnet, was weiß ich denn doch was, obwohl er mich angelogen hat. Da kann er sich das wirklich mal schön sparen, aber es gibt leider solche Leute, es ist wirklich so. Ich hoffe auf jeden Fall, Outer City ist ein super Programm und ich hoffe, das passt bei euch. Und ich. So, was wollte ich noch machen? Cobblestone brauche ich nicht. Jetzt nehme ich auf jeden Fall meine Stimme und Minecraft einzeln auf. Also heißt einfach Outer City wird jetzt mein Ton aufgenommen und bei OBS nehme ich einfach nur das Spiel auf. Also nur Minecraft jetzt. Genau. So läuft das Ganze jetzt ab. Wie viel Eisenblöcke braucht man? Ich glaube 4. Ne, das geht nicht mehr. Shit, wir haben zu wenig. Heißt, wir brauchen nur ein bisschen Eisen. Das kriegen wir eigentlich sehr leicht hin. Aber es kann sein, dass hier noch ein bisschen Eisen ist, ne? Hier war mein Ofen. Dann müsste hier vielleicht sogar noch Eisen sein. Ich weiß es aber nicht. Hier ist eine Kohle. Ja, aber es hilft wirklich nichts, meine Leute. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, um meine Stimme zu verbessern. Irgendwie, Leute, kommt mir einfach so vor, ich bin einfach viel zu leise. Obwohl ich laut genug rede. Und wenn ich auf 100% mein Pegel mache, dann übersteuere ich vielleicht so ein bisschen. Ja gut, übersteuern kann man es jetzt nicht nennen, aber ich bin einfach viel, viel zu laut. Ja, und das ist halt extrem blöd und ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Deswegen, das ist halt die Sache jetzt und deswegen nehme ich einfach mit Outer City auf meine Stimme, damit ich das ein bisschen bearbeiten kann. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was rausholen an Qualität und vielleicht verbessere ich damit meinen Sound. Weil es haben auch viele gesagt, ja, dein altes Mikro war besser und so weiter. Leute, glaubt das bitte ja nicht, ne? Weil mein altes Mikro, Leute, das hat so gerauscht. Ihr wisst nicht, wie das ist. Du bearbeitest ein Video, redest und du hörst nur Rauschen. Nur im Hintergrund. Und das ist bei diesem Mikro einfach nicht der Fall. Da das Mikro einfach besser ist, ne? Und eine bessere Qualität natürlich hat. Und da rauscht nichts. Aber wir haben trotzdem zu wenig, noch immer. Ja, den Amboss muss ich heute wirklich schaffen. Okay, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Haben ungefähr fast die Hälfte an Aufnahmezeit jetzt, glaube ich mal. Ich hoffe, ich kriege das hin mit der Stimme und mit dem Video gleichzeitig hier zu bearbeiten. Ich hoffe, ich schaffe das und ja. Ich weiß auf jeden Fall, bei Movie Maker kannst du zwei Audiospuren einfügen. Das weiß ich. Das kann ich euch auch mal zeigen, wenn ihr das sehen wollt. Aber ist ja nicht schwer. Also wer benutzt denn bitte von euch schon Movie Maker? Außer ich jetzt. Würde ich keine mehr empfehlen. Also benutzt lieber Sony Vegas oder sowas. Oder wie heißt das andere Programm da? Oder benutzt halt Camtasia oder sowas. Benutzt das lieber als wie jetzt Movie Maker. Das kann ich wirklich nicht empfehlen. Ist kein gutes Programm eigentlich zum Schneiden jetzt. Also klar, ihr könnt damit schneiden, aber auch nicht so überkrass gut. Wie mit Sony Vegas könnt ihr so und so alles machen. Ich werde mir vielleicht mal selber Sony Vegas holen. Mal schauen, wann ich das mache. Ich kann das Eisen einfach nicht aufsammeln. Hä, warum kann ich nichts aufsammeln, obwohl ich Platz im Inventar habe? Jetzt. Boah, leckt der Server oder was ist hier los? Und bitte nicht wundern, wenn ich mal kurz nicht sage, Varo bleibt uncut. Also heißt wirklich, ohne einen Schnitt oder so wird Varo sein. Warte, man braucht, glaube ich, echt 4 Eisen, ne? Ja, man braucht 4 Eisen. Eisenblöcke und dann braucht man noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, ein Amboss wird so gehen, Leute, oder? Oder irgendwie so geht ein Amboss, Leute. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Weiße Wolle, was mache ich damit jetzt gerade? Leute, bin ich blöd oder?
Nee, warte Leute, ich bin ja komplett. Warte, 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 warte. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und zwar so. Warte Leute, so muss das doch sein, oder? Leute, verarscht mich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie man Amboss macht. What the fuck, wie dumm bin ich gerade? Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme spontan auf. Jetzt muss ich ernsthaft nachgucken, wie man Amboss macht. Ohne Witz. Nee, man braucht viel mehr Eisen dafür. Was bin ich denn? Ich brauche viel mehr Eisen dafür. Nein, Leute. Ach, das Eisen muss unten. So, mein Gott. Ich habe die Anordnung vertauscht. Ja, wow. Fabian ist on fleek. Ihr seht es schon. Gut. Gut, Leute, dann haben wir das auch geschafft, jetzt endlich mal einen Amboss zu kriegen. Ich muss schauen, ob ich gekickt werde. Nein, werde ich nicht. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich den einen Eisenblock umsonst gemacht, ne? Kann ich aber wieder zurückcraften, ist kein Problem. Okay, gut, Leute, dann würde ich es schon sagen. Soll ich das so machen, obwohl das ein bisschen kaputt ist? Schärfe 2. Hier haben wir auch noch ein Schärfe 1 Schwert. Ich habe fast kein Holz. Doch, ich habe genug eigentlich noch. Ein paar Sticks habe ich ja noch. Bitte, bitte, Schärfe, ja. Schärfe ist das Wichtigste jetzt erstmal. Also heißt Schärfe 1. Schärfe 1 wird zu Schärfe 2 und Schärfe 2 und Schärfe 2 werden zu Schärfe 3. So, jetzt haben wir schon mal etwas geschafft. Schärfe 3 haben wir jetzt schon mal. Das passt. Soll ich meine Rüstung enchanten, obwohl ich auf Diamant warten möchte, aber ich kann auch die Eisenrüstung hochpushen. Oder soll ich auf neue sparen? Nein. Wäre jetzt eine dumme Idee. Jetzt bekomme ich hier was Dummes rauf. Okay, dann machen wir einfach das hier. Nee, Haltbarkeit. Ich kann eh noch einen zweiten. Noch eine Hose machen. Und das. Und da was Besseres drauf klatschen. Wenn ich was Besseres bekommen würde, ne? Doch, Schutz 1. Jetzt haben wir das. Jetzt bin ich Full Schutz 1. Und jetzt bin ich Schärfe 3. Jetzt habe ich schon mal eine Chance, beim Kampf überhaupt ein bisschen mitzuhalten. Ich weiß ja auch, die anderen haben alle schon irgendwas mit Schutz, keine Ahnung, 3, 4, was weiß ich. Ich komme da so und so nicht hinterher, also was soll ich machen? Gold kann ich auch bald schmelzen, da habe ich einen Goldapfel. Würde sich auf jeden Fall auch lohnen. So, jetzt machen wir erstmal hier. Erstmal, jetzt mache ich hier erstmal die Werkbank weg. Und dann würde ich schon sagen, bleibe ich hier einfach nicht mehr länger und ich gehe erstmal weiter. Jetzt habe ich erstmal das geschafft, was ich machen wollte. Erstmal ein gutes Schwert zusammen machen, damit ich erstmal überhaupt eine Chance habe, überhaupt zu kämpfen. Ja, weil ich kann nichts machen mit Schärfe 1 Schwert. Ich muss schon Schärfe 3 haben oder Schärfe 4 haben die meisten sogar schon. Also. Ich finde das echt assig, dass der Typ mich einfach angelogen hat, ja. Das wollte schon, hab schon einer probiert, das hat bei dem sogar geklappt bei mir. Deswegen weiß ich beim zweiten Mal, ja, darf mir nicht passieren, deswegen lasse ich mich auf gar nichts mehr ein. Aber irgendwie, keine Ahnung. Dago hat sich auch nicht aufgeregt, nur weil mich halt angelogen hat. Weil er hat gesagt, ja, er hat fast keine Rüstung und so und gar nichts. Und dann hatte er einfach richtig krasses Equip. Also so anlügen ist ohne Witz. Das ist einfach extrem lächerlich. Und sowas. Auf solche Leute höre ich einfach nicht mehr. Ohne Witz. Ich will gegen dich nicht kämpfen. Ich weiß, du würdest sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht gut, aber
Ich weiß, du wirst jetzt denken, ja, was bist du denn für einer, aber warum willst du denn nicht kämpfen? Aber Leute, warum sollte ich gegen jemanden kämpfen, der so und so besser ist als ich? Ja, vom Skill her vielleicht, ich weiß nicht, wie gut er ist, aber Stefan hat mir schon einiges gesagt und er hat halt gesagt, ja, dass er ich glaube, Eisenschutz 3 oder so hat und Eisenschwert mit Schärfe 4 und Verbrennung 1, also was soll ich da machen? Da kann ich wirklich gar nichts mehr machen, da kann ich überhaupt nicht mithalten. Gut, Leute, dann würde ich schon sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.